Daniel, wenn der Spitzenreiter zum Tabellen 13. fährt, die auch so ein bisschen gucken müssen, dass sie nicht in die Abstiegszone rutschen, ist dann klar, das wird eher so ein Kampfspiel, vielleicht sogar schon von Burghausener Seite wirklich so ein Spiel gegen den Abstieg? Ja, gegen den Abstieg ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, weil es jetzt, wir fangen jetzt erst die Rückrunde an, aber sie sind natürlich schon in einer Position, wo sie auch nach hinten schauen müssen. Sie haben jetzt 22 Punkte, die anderen Teams punkten unten, die haben jetzt teilweise 19 Punkte, also sie müssen schon ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass sie da unten nicht hinten reinrutschen, weil wenn du mal hinten drin hängst, dann wird es aus. Ja, dann wird es immer schwer, weil dann hast du einfach diesen Druck gewinnen zu müssen und dann kommst du an Situationen rein, ja, wo du einfach dann auch Spiele vielleicht ein bisschen unglücklich bestreitest, wo du dann Spiele verlierst, wo du vielleicht nicht verloren hättest, wenn du weiter oben gestanden hättest. Und ich glaube, da müssen sie einfach ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, sie sehen das Spiel jetzt als Pokalspiel, so wie jede Mannschaft, gegen die wir spielen. Das ist fast ausverkauftes Haus oder vielleicht wird ausverkauftes Haus sein. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall viele Zuschauer. Die Spieler sind hoch motiviert, was ich gelesen habe. Also wird es für uns wieder eine schwere Aufgabe. Burghausen war das erste Heimspiel der Saison für die 60er hier im Grünwalder. Da war ausverkauftes Haus, wie seitdem ja immer. Hat sich seitdem so ein bisschen die Mannschaft daran gewöhnt, dass dieser, sagen wir mal, vom Umfeld dieser Druck da ist? Weil am Anfang war ja klar, da wurde auch gesagt, wir müssen jetzt gucken, es soll ein Entwicklungsprozess sein, die müssen damit umgehen lernen. Wie ist es jetzt so, Hinrunde läuft? Ist alles jetzt Normalität mittlerweile? Ich glaube, Normalität wäre jetzt übertrieben. Also es ist schon noch außergewöhnlich, was bei uns im Stadion passiert. Und man merkt schon auch teilweise, wenn dann der Druck hoch wird, dass wir dann ein bisschen hektisch werden und dass wir dann ein bisschen die Ruhe verlieren. Aber wie gesagt, das ist immer noch ein Prozess. Das wird bestimmt über ein Jahr dauern, bis sich wirklich dann gewöhnen, bis sie ihre Erfahrungen machen mit den Situationen. Und das andere haben sie jetzt eigentlich ganz gut angenommen, dass wir eigentlich immer die Mannschaft sind, die geschlagen werden soll oder ja, die man schlagen will. Das haben sie jetzt schon ein bisschen zu verinnerlicht, dass sie sich dagegen stemmen. Dass jede Mannschaft einfach mehr aus sich herausholt als jetzt gegen andere Mannschaften. Das sieht man auch, dass die Mannschaften nach uns nicht mehr gewinnen. Also sie gehen an die Grenze und genauso müssen wir das auch tun. Und das haben sie bis jetzt gut gemacht. Burghausen war, ich glaube, unter Rudi Bommer waren die mal in der zweiten Liga. Ist so ein bisschen Schicksalsähnlichkeit wie die 60er, dass die so ja, mal eine gute Zeit hatten und jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie sich da wieder erstmal neu aufstellen? Ja, bei ihnen ist, glaube ich, auch das Problem, dass einfach vom Finanziellen her, dass sie es auch nicht mehr so stemmen können wie die letzten zwei Jahre in der Regionalliga, wo sie unbedingt aufsteigen wollten, wo sie es nicht geschafft haben. Und dementsprechend dann die Stadt gesagt hat, okay, wir reamateurisieren oder wir stecken nicht mehr so viel Geld in den Verein rein. Und ich glaube, daran haben sie jetzt auch ein bisschen zu knabbern. Aber ich finde trotzdem immer noch, dass sie eine sehr ordentliche Mannschaft haben für die Regionalliga. Ich finde, dass sie normalerweise von der Qualität unter den ersten sechs sein sollten, finde ich. Und ansonsten, ich glaube, die zwei Vereine zu vergleichen, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Das war's von meiner Seite aus. Dann Daniel, Nikolas Helmbrecht kehrt zurück. Benny Kunzvater hat es nicht schlecht gemacht, die letzten zwei Spiele. Hast du dich da schon entschieden oder hältst du das offen? Oder? Ja, es ist so, dass wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Und der Benny jetzt auch ordentlich gespielt hat, finde ich. Und jetzt eigentlich nicht so viele Gründe sehe, da was zu wechseln. Also wie gesagt, normalerweise lege ich mich normal nicht zu früh fest. Aber in dem Fall, glaube ich, wäre es jetzt nicht gerecht, dann den Benny nicht spielen zu lassen. Und wie siehst du denn seine Entwicklung? Ja, er hat ja, glaube ich, selber in einem Interview gesagt, dass er am Anfang fand, ich war richtig gut drauf und dann hat er diese Verletzung leider zurückgeworfen und dann musste ich erst wieder in die Mannschaft kämpfen, weil Niklas Helmbrecht halt auch gute Leistungen abgerufen hat. Und jetzt beim ersten Spiel war er noch ein bisschen, oder ja, in Augsburg war er noch ein bisschen nervös, gerade so beim Torabschluss hat ihm da ein bisschen die Ruhe gefehlt. Aber ich finde, dass er jetzt immer besser reinkommt, was er hat, ist er sehr aggressiv, sehr, sehr laufstark, sehr, sehr willig und da muss er einfach schauen, dass er die Balance noch findet, dass er nicht ab und zu überdreht, dass er dann ein bisschen ruhiger ist. Würdest du einen Fünfer darauf wetten, dass er gegen seinen Ex-Verein trifft? Das ist ja öfter mal der Fall im Fußball. Ja, ich würde mich freuen, aber wetten würde ich jetzt doch nicht. Also so, wie gesagt, ich kann gut ein Tor sein, dass er mal ein Tor macht gegen seinen alten Verein. Habe ich auch schon mal geschafft mit Leverkusen, zusammen gegen 60. Also das kommt schon mal vor, aber wetten würde ich jetzt nicht drauf. Hast du denn alle Mann an Bord? Philipp Steiner ist gestern nur Radl gefahren. Philipp ist fit. Also es war eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er es ein bisschen gespürt hat hinter dem Oberschenkel und bei dem Training war es eigentlich jetzt nicht wichtig, dass er dabei ist, weil wir ja gestern eher ein bisschen regeneriert haben oder ein bisschen lockerer gemacht haben, nachdem wir Dienstag und Mittwoch schon Gas gegeben haben und da war es einfach nicht so wichtig, aber er wird am Samstag zur Verfügung stehen. Wie wichtig sind solche Einheiten wie gestern? Am Anfang habt ihr viel Spaß gehabt, Handball gespielt, Kreisspiel gemacht. Wie wichtig ist das, um sagen wir, den Teamspirit hochzuhalten? Ja, ich mache sowas normal nicht so oft. Also ich bin jetzt auch nicht der große Freund von solchen Einheiten. Aber ich glaube, nachdem wir jetzt auch am Dienstag und Mittwoch sehr viel auch im taktischen Bereich und auch für die Birne viel gemacht haben, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass jetzt vielleicht mal die Zeit ist, dass du einfach mal ein bisschen eine lockere Einheit machst, wo sie einfach mal ein bisschen nicht so viel denken müssen, wo sie einfach mal ein bisschen Spaß haben. Aber wie gesagt, heute geht es schon wieder Richtung Burghausen und heute müssen sie wieder ganz, ganz konzentriert sein im Training. Der Jan Mauersberger hat gesagt, die Mannschaft ist stark genug, also sie braucht keine Verstärkungen. Wie sieht der Trainer das? Ja, ich habe mit Mauer gesprochen und habe ihm ganz klar gesagt, dass es nicht seine Baustelle ist. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.